Zum Thema Heizung ist für mich auch eine große Geschichte. Wie ändere ich es um? Was mache ich es? Wir haben damals gehabt hier einen normalen Heizkörper. Wir haben uns dann einen Zusatzheizkörper machen müssen für die Übergangszeit. Aber optimal ist das und das nicht. Und jetzt möchte ich wissen von unseren Experten, was er zu einer Fußbodenheizung sagt oder wie er überhaupt das Problem sieht, was ich hier zu beachten habe oder ob es da schon neue Innovationen gibt oder ob eine Fußbodenheizung eh schon wieder out ist. Daher die Frage, was kann ich jetzt tun? Damals haben wir gehabt, diesen Heizkörper, der stellt mir natürlich ein bisschen Platz weg. Wird so sein, Handtuchheizkörper, Stichwort, was würden Sie empfehlen, was ich machen soll? Also, ja, hier haben wir die klassische Situation. Oben warm, unten kalt. Ich habe einen Fußboden, der wahrscheinlich auch nicht berühmt isoliert ist. Das heißt, im Winter ist es immer kalt. Ich habe einen riesigen Raum, auch deswegen die solide Zwischendecke, der natürlich das Warme aufsteigen lässt. Oben ist es warm und es nutzt nur nichts. Das heißt, die Heizung umzuplanen, wäre natürlich da eine Schicht. Was gibt es heute? Stimmt, ich darf das auch sagen. Wir haben immer ein kaltes Badezimmer im Endeffekt. Genau. Stimmt völlig, ja. Ja. Also oft machen die Zusatzheizungen, wenn die Kinder klein sind, da haben wir eine Ja, Zirkulationsheizung und hier, so weiter. Genau, ja, da waren wir ein Bursche noch. So, was ist hier das Thema? Fußbodenheizung. Allerdings, eine klassische Fußbodenheizung braucht eben auch entsprechende Wärmeaufbereitung, also Warmwasser-Fußbodenheizung kommt hier nicht in Frage, ja. weil ich muss also alles aufreißen. Ja. Was sich also natürlich hier an Möglichkeit ergibt, ist zum einen eine elektrische Fußbodenheizung. Elektrische Fußbodenheizung, ganz einfach, hat eine Aufbauhöhe von ca. 5-6 mm, gebe ich in den Fliesenboden hinein, in den Fliesenkleber, fließt drüber, passt. Moment, gleich eine Zwischenfrage. Kann ich das nicht gleich jetzt da drauflegen, auf die bestehenden Fliesen? Naja, wären diese Fliesen sozusagen fest genug und nicht so hohl, wie sie an manchen Stellen sind, dann könnte man natürlich sogenannte Fliese auf Fliese machen. Man muss sich nur eins bewusst sein. Die Fliesen werden in dem Fall abgestemmt werden. Ich habe den Estrich, aber Ja. ich habe keine Isolierung. Das heißt, dass ich natürlich eine gewisse Energie verpuffen, Nach nach unten. unten verpuffen lasse. Ah, das Ja? heißt, ich heize mit der Fußbodenheizung mehr oder weniger auch ein bisschen dem unteren sein Plafond mit. Ja, Ein bisschen. wobei natürlich, kann man sagen, das ist auch ein Wärmespeicher. Ja, kann man auch Okay. sagen. Fußbodenheizung hat den Vorteil, man schaltet sie ein und sie ist da. Sofort. Sofort. Ja, 2 Minuten, sofort wenn gibt es es noch nicht. entsprechend isoliert ist. Ja, Okay. natürlich. Ja. Und die Frage ist sozusagen, ob es als permanente Zwischenheizung, würde ich sagen, das alleine wäre zu wenig. Also ich Es, brauche schon ich zusätzlich. brauche zusätzlich einen Heizkörper. Nur, so ein Heizkörper ist natürlich aus dem Jahre Schnee auch. Der Heizkörper, ein Klassiker, Warmwasser, Vorlauftemperatur 60 Grad circa, wie es von der Heizung ist. Da gibt es natürlich schönere Ja. Möglichkeiten. Da gibt es heute Möglichkeiten, einen Handtuch-Heizkörper zu machen. Ja, Den hört könnte man man jetzt theoretisch, ohne noch auf die Planung einzugehen, hier von oben bis runter machen und ich kann auch die Handtücher entsprechend draufgeben. Damit habe ich auf jeden Fall eine Heizmöglichkeit, eine Heizfläche, eine Heizleistung wie von diesem Heizkörper ist natürlich ein möglich. Ja. Handtuchheizkörper dieselbe Heizleistung wie der. Ja, man kann es ausrechnen, je nachdem, wie viel Watt Sie haben. Okay. Das ist in der Spezifikation drinnen. Natürlich, ein entscheidender Nachteil ist der in der Übergangszeit. Was mache ich in der Übergangszeit? Und da haben natürlich solche Heizkörper in der Zwischenzeit eine Elektropatrone. Das heißt, ich brauche einen Elektroanschluss dazu. Und dann habe ich auch in der Zwischensaison, wo ich die Heizung nicht anschalte, die elektrische Heizung plus zusätzlich den Heizkörper, der mir die Handtücher auch schön warm macht. Und damit habe ich eine doppelte Möglichkeit. Und das wäre für diesen Raum natürlich eine ideale Beheizungsmöglichkeit.